Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, wieder aus dem Einstein. Und mein Gast heute, ich hatte sie angekündigt als die Schutzpatronin der Minderheiten, Rita Süssmuth. Ich grüße Sie. Ich Sie auch, aber ich bin Schutzpatronin der Menschen in Not. Es gibt solche Legenden oder auch Rituale in der katholischen Religion. Die heilige Rita ist Nothelferin. Ich bin nicht heilig, aber das habe ich trotzdem gelernt in Kinderregion. Also es gibt ja jetzt so sehr viele Menschen, die sich einsetzen, ob es in der Einwanderungspolitik ist, ob es bei den Frauenthemen ist, bei Schwulen und Lesben ist und so weiter. Sie haben da schon vor 20 Jahren, wie ich finde, sehr weise und fortschrittlich gehandelt und das auch noch in der Union. Wie kamen Sie dazu? Das haben nicht alle so gesehen. Das waren durchaus sehr streitige und strittige Themen. Aber was mich dazu veranlasst hat, war, dass ich gesehen habe, es gibt die Dazugehörigen und die Ausgegrenzten. Mit Argumenten, die überhaupt nicht haltbar sind. Also die Frauen, weil sie eine natürliche Bestimmung haben, primär Mutter zu sein und. Die Homosexuellen, weil sie krankhaft sind. Die Migranten, weil sie uns ausnützen. Und solchen Vorurteilen, mit denen die Ausgrenzungen begründet und auch legitimiert werden, den muss man zu Leibe rücken. Und ich bin zu einem Zeitpunkt in die Politik gegangen, als eine Aufbruchstimmung war. Ich erlebte, in der CDU bewegt sich was. Dazu gehörte maßgeblich der damalige Generalsekretär Heiner Geißler. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es in der CDU einen Parteikongress gegeben hätte, einen Frauenparteitag. Zudem wurde ich dann auch zur Vorbereitung eingeladen. Und ich denke, wir haben in Bezug auf die Frauen inzwischen jedenfalls Entscheidendes erreicht, was ihre Bildung, Ausbildung betrifft. Die Lücken haben wir in dem alten Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und wie ernst nehmen wir Frauen wirklich? Wie ernst nehmen wir wirklich Migranten? Sehen Sie, auch in meiner Partei war, als ich mit AIDS befasst war, bekam ich ständig den Vorwurf, da unterstützt sie Homosexuelle und Schwule. Entschuldigung, Homosexuelle und Lesben. Und da muss ich einfach sagen, ich habe in der Zeit viel von dieser Personengruppe gelernt. Glauben Sie nicht, dass ich schon mit großen Kenntnissen und Vertrautheiten in die Politik eingestiegen bin. Was mich besonders beeindruckt hat, das gilt nie für alle, gilt auch nie für alle Frauen, ist deren hohe Sensibilität für Menschen. Ich habe die erlebt in dem sich kümmern, auch bei AIDS, in einer Weise, die zugleich mit einer hohen Kultur verbunden ist. Nah bei ihnen zu sein, ihnen das Gefühl zu geben, ich bin ganz für dich da. Dann bin ich ins Nachdenken gekommen und habe gedacht, also Vorsicht mit diesen alten Mythen, die sind krank, sie sind anders. Und wenn ich das jetzt an ihnen feststelle, auch Migranten sind Menschen wie du und ich, aber mitunter sind sie auch anders, weil sie aus anderen Kulturen, aus anderen Lebenserfahrungen kommen. Und es ist spannend, sie kennenzulernen. Solange ich sie nicht kennenlerne, habe ich eher Angst vor ihnen, als dass ich vertraut bin. Das sind Themen, die ich bis heute beibehalten habe. Wenn das Migrantenthema vor 2000 und nach 2015, dann ist das ein Quantensprung. Wir haben behauptet, wir sind kein Einwanderungsland. Dabei waren wir es seit langem. Wir haben behauptet, die kann man nicht integrieren. Wir haben gelernt, das kann man sehr wohl. Und die selbst tun eine Menge und deren Eltern erst recht. Auch wenn sie nicht
formale Bildung halt. Und es ist ihnen ganz wichtig, dass ihre Kinder es einmal besser haben als sie. Dafür haben die zum Teil, entschuldigen Sie den Ausdruck, Stunden über Stunden, manchmal Tag und Nacht gearbeitet, damit es die Kinder besser haben sollten. Und so sind wir eingetreten, zumindest in einen Lernprozess. Da gibt es immer auch mal wieder Rückfälle, der an die Stelle von Ausgrenzung Teilhabe und Beteiligung nimmt. Und das ist für Menschen existenziell wichtig. Das Grundwort heißt, habe ich Zugehörigkeit oder gehöre ich nicht dazu? Das ist ja, das sind Themen, wo Sie eingetreten sind, aber bevor Sie auch Bundestagspräsidentin waren, haben Sie es ja Kollegen, Parteikollegen auch nicht leicht gemacht. Woher kommt denn sowas wie Mut, Courage? Sie hatten ja auch keine Hausmacht, Sie sind ja so in die Politik gekommen, Sie hatten ja nicht diese große Hausmacht über Jahrzehnte aufgebaut. Was ist es, das da in einem ist, das sagt, steh nun auf und sage, was du denkst, handle nach deinen Grundsätzen, Maßstäben? Ja, das klingt jetzt gut, was Sie sagen, aber wenn ich jetzt antworte darauf, dann muss ich sagen, ja, ich habe zunächst gedacht, was vernünftig ist, das setzt man auch durch. Was du in der Forschung erkannt hast, kannst du jetzt in der Politik umsetzen. So ist es aber nicht. In der Demokratie brauchen sie für jede dieser Möglichkeiten eine Mehrheit. Und was mir wichtig ist, auch hier zu sagen, ist, ich hatte vor Entscheidungen, von denen ich wusste, so denkt die Mehrheit in meiner Partei, vielleicht auch in der Bevölkerung nicht, auch Ängste, was hat das für Folgen? Also es ist nicht so, dass ich hoppla hopp mal schnell Mut gezeigt habe, sondern in aller Regel ging dem Wochen des Hin- und Herdenkens voraus. Trotzdem war es so, es gab in mir so eine innere Antriebskraft. Ja, du hast jetzt Angst, aber es ging mir besser, bei der Angstüberwindung, wenn ich wusste, wie schlecht geht es dir, wenn du nichts gemacht hast, wenn du feige warst. Und dann habe ich mir auch immer vorgestellt, ich bin ja ein Kriegskind, in der Demokratie ist das doch mit dem Mut ein kleines Wagnis verglichen mit Mut in der Diktatur. Ich muss Ihnen sagen, ja, es gibt Sanktionen. Sie werden entweder nicht gemocht, sie werden abgestraft, sie verlieren ihren Posten. Aber das ist auch nicht die tägliche Politik, wo sie sich ständig Mut beweisen. Aber es gibt so wichtige Fragen, da gehört auch die persönliche Entscheidung hinzu. Das ist ein Grundprinzip übrigens. Für Demokraten ist auch in unserer Verfassung entsprechend festgelegt. Und da kann ich Ihnen nur sagen, ob es bei der Frage Schutz des ungeborenen Lebens war, wann ist ein Mensch hirntot, ob es in der Frage war Vergewaltigung in der Ehe oder ob es in Auseinandersetzung mit AIDS oder Migranten war, da fühlte ich mich verpflichtet, so abzustimmen, wie ich es persönlich verantworten konnte. Und da muss man auch schon mal massive Kritik der anderen in Kauf nehmen. Aber persönlich fühlen sie sich besser. Also ich muss sagen, ich erinnere mich, bei Vergewaltigung in der Ehe hatte ich in einer Lesung eine halbe Feigheit, so ungefähr. Du kannst, das eine liegt noch nicht lange zurück, wo du widersprochen hast. Das schaffst du vielleicht über den Bundesrat noch. Da ging es darum, ob es Offizialdelikt ist. Das heißt zu Deutsch, ob das immer strafbar ist oder ob es nur die Strafverfolgung nur einsetzt bei Vergewaltigung, wenn ich es selbst angezeigt habe.
hatte ein ganz übles Gefühl dabei, merkte ich, als die Entscheidung gefallen war. Ich habe das Glück gehabt, im Bundesrat wurde das korrigiert. Das ist ein kleines Beispiel. Ich finde, die Demokratie kann nur so stark sein, wie sie stark von starken Menschen, die auch Ängste haben. Gezeigt wird, wir treten für das ein, wofür wir stehen. Denn meine Erfahrung ist, die Menschen wollen wissen, wo wir stehen. Und nicht immer strafen sie sie dafür ab, wenn sie eine andere Meinung haben. Aber sie müssen sie erklären und begründen. Nenn mal ein einfaches, als die Entscheidung anstand, Bonn-Berlin, wusste, dass die Mehrheit in meinem Wahlkreis Göttingen für Berlin war. Ich war für Bonn. Weil mich das nicht überzeugt, es muss die Großstadt sein. Wir müssen dahin zurückkehren, wo wir waren. Ich bin heute völlig einverstanden, wir sind jetzt in Berlin, die Entscheidung ist gefallen. Aber mich hat mein Wahlkreis nicht abgestraft. Ich habe das begründet, warum ich für Bonn bin. Und man muss dann auch solch eine Auseinandersetzung mit den Bürgern und Bürgerinnen führen, damit sie wissen, warum man etwas tut. Wir nehmen häufig die Bürger und Bürgerinnen überhaupt nicht mit, sondern heute sagen wir A und in ein paar Jahren sagen wir B und dann lässt der Bürger mal sehen, wie er damit zurechtkommt. Sie haben über einen Parlamentarier geredet, der die Freiheit haben sollte, so abzustimmen, wie es für richtig ist. In zentralen Fragen. Also die Demokratie braucht Kompromisse. Es dürfen keine faulen Kompromisse sein. Aber ich habe eine doppelte Loyalität. Eine Loyalität in der menschlichen Verantwortung, aber auch eine Loyalität gegenüber der Frage, haben wir noch Mehrheiten in der Regierung oder haben wir nicht, die nicht, sodass dass jeder Abgeordnete erneut mit sich austragen muss, was hat ich jetzt für mich hier das Entscheidende. Deute ich das richtig, dass Sie in Ihrer Zeit versucht haben, das Parlament stärker aufzustellen, auch gegenüber der Regierung und aus welchem Grund? Ja, die brauchen, wenn die Demokratie ihrem Anspruch gerecht werden will, ein starkes Parlament. Trotzdem habe ich, das könnte jetzt so klingen, versucht haben wir das auch mit unserem Präsidium des Parlaments. Aber ich habe es auch, zur politischen Tätigkeit gehört eben nicht nur Erfolge, die habe ich auch erreicht. Auch oft dadurch, dass ich nicht aufgegeben habe. Aber es gehört auch Scheitern dazu. In meinem Zettelkasten steht oben an der Zettel von Samuel Beckett, Scheitern. Einmal gescheitert, immer gescheitert, Fragezeichen, weitermachen. So, bei der Frage, die Sie gestellt haben, muss ich sagen, gibt es das Spannungsverhältnis zwischen Regierung und Parlament? Und die Fraktionen, die im Parlament die Regierung mehrheitlich tragen und für Mehrheiten sorgen, haben dieses Spannungsmoment immer dahingehend zu kontrollieren, werden wir unserem parlamentarischen Auftrag gerecht? Was ist jetzt wichtiger, dass die Regierung die Mehrheit hat und dass wir das miteinander gestalten können oder dass die Regierung auch von einem Vorhaben Abstand nehmen muss? Und wir haben damals, ich sage es Ihnen so konkret, vorgeschlagen, gebt doch den allen Fraktionen die Möglichkeit, bei wichtigen Gesetzesvorhaben, ob es soziale Sicherung ist, ob es Migrantenfragen sind, in einer offenen Parlamentsdebatte, lange genug bevor Entscheidungen in den Fraktionen fallen, diese Debatte so zu führen, dass jeder dort auch seinen Standpunkt geltend machen kann. Das ist natürlich abgelehnt worden. Das war den Fraktionen viel zu gefährlich. Aber ich stehe nach wie vor dafür, denn ich kann Ihnen sagen, in den Debatten, wo die Abstimmung freigegeben ist, bei 218, Vergewaltigung in der Ehe, Hirntod, Sterbehilfe,
Das sind Glänze. Ich führe auch nochmal die Wehrmachtsdebatte. Das war eine Sternstunden. Da erleben Sie Menschen, die selbstständig nachdenken, die authentisch sind, die ihr eigenes Für und Wider in der Debatte zur Geltung bringen. Und das überzeugt auch diejenigen, die draußen die Debatte wahrnehmen. Und das zeigt, was die Demokratie für Stärken hat. Sich auseinanderzusetzen. Die Debatte, der Dialog ist eigentlich die Grundvoraussetzung, Menschen miteinander im Gespräch zu halten, gesprächsfähig zu machen. Und ich habe von keinem Geringeren, auch wenn er heute verleumdet, von Hartmut von Hentig gelernt, Sachbeziehungen sind auch Personenbeziehungen. Aber beides gehört zusammen. Und man muss die Sachen miteinander klären. Man muss auch darüber streiten und dann zu einer Entscheidung kommen. Das ist für mich das, was Kinder sehr früh lernen sollten und wir Erwachsenen nicht aufhören sollten, das zu lernen. Dahin will ich noch kommen mit meiner letzten Frage. Was machen wir mit jungen Menschen, die sagen, ich will Demokratie, ich will sogar mehr Demokratie, ich will mich mehr beteiligen? Aber ich würde mich niemals in sowas wie einer Partei engagieren, weil mir das nicht zeitgemäß mehr erscheint. Ich muss Ihnen zunächst mal fragen, was ist Ihnen daran nicht mehr zeitgemäß? Was gefällt dir nicht? Und warum sagst du, da engagiere ich mich nicht? Also ich habe mich auseinandergesetzt, ich engagiere mich genau dort, um da was zu verändern. Und ich bin auch der Meinung, dass ich in bestimmten Bereichen mit anderen, keiner kann es allein, was verändern kann. Also wenn mir bestimmte... Aber Sie kennen doch die ganzen Ochsentouren, Spielregeln, Spielchen. Wenn man sagt, jetzt darauf, ich will aber dezentral... demokratisiert, ein Europa mitgestalten, ja, ohne diesen Völlepanz. Es gibt keine Veränderung, wenn Menschen nicht dafür kämpfen. Alles, was wir an Veränderungen herbeigeführt haben, sind zunächst erst einmal Pioniergruppen, die gesagt haben, so nicht. Wir schließen uns zusammen. Und wenn er diese alte Form nicht will, dann lasse er sich mit einer neuen Form zusammenschließen. Also mir ging es damals darum, fand ich die Entwicklung, die da in meiner Partei, da war ich noch gar nicht in der Partei, aufkam, da wird es jetzt spannend. Da passiert was. Wie kann ich da mitgestalten? Also zu sagen, da gehe ich nicht hin, ich gehe nur in die Opposition, ist für eine Demokratie zu wenig. Aber er muss sich ja nicht bei diesen für ihn veralteten Gruppierungen hineinbegeben. Er kann ja in eine neue gehen. Also er kann fragen, ja, wie ist es denn bei den Grünen, wie ist es bei den Piraten, wie ist es bei der SPD. Also die Demokratie bietet mir ja unterschiedliche Optionen. Bis hin zu dem Punkt, also das ist so ein Grundsatz, eine Minderheit hat in der Demokratie auch eine Chance, eine Mehrheit zu werden. Das habe ich immer mir gedacht, wenn ich gescheitert bin. Quote für einen bestimmten Anteil von Frauen in Mandaten. Nochmal. Habe ich dann gedacht, heute verloren, aber morgen, glaub nicht, liebe Partei, dass wir aufhören, wir kommen wieder mit diesem Antrag. Wichtig ist dann die Kreativität, Sie brauchen neue Argumente, aber am Ende sind wir eine Mehrheit gewesen für die Quote. Also dafür muss man auch kämpfen, also anzunehmen, das kommt wie gebratene Tauben mir in den Mund, das kommt nicht. In der Demokratie muss heftig gekämpft werden, sich engagieren. Und ich würde dem 19-Jährigen sagen, vielleicht klärst du mal, ob du schon irgendeinen Punkt hast, der dir wichtig ist, warum du da was verändern möchtest. Und dann überlege ich dir, mit wem? Besteht da schon was, wo ich es kann? Oder gehe ich mal erst in eine Organisation, die nicht parteipolitisch ist? Sei es in der Umwelt, sei es in der Friedensbewegung,
sei es in der Sozialbewegung. Aber wichtig ist, dass Menschen nicht gleichgültig sind oder nur sagen, ich mach das nicht, das ist ja alles Mist. Ja, aber da hat er schon eine Verpflichtung, wenn er das erkannt hat, mal zu fragen, was kann ich denn tun, dass es an bestimmten Stellen anders ist. Es fängt an, wenn ich Schüler bin, ob ich wage, gegen meinen Klassenverband auch mal meine Meinung zu sagen, in dem Wissen, die anderen denken anders. Da scheut man ja auch davor zurück. Ne? Die Schafherde ist unterwegs. Und es ist leichter, ihr zu folgen, als einen eigenen Weg zu gehen. Und dieses, wer bin ich selbst für mich und die anderen? Und habe ich die Kraft, die Energie, auch mal meine Meinung zu sagen, in dem Wissen, der Lehrer denkt anders und die Mehrheit meiner Klassenkameraden auch. Da fängt es ja an. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Süssmuth, und wünsche Ihnen noch viele, viele leidenschaftliche Debatten und Themen, die Sie bewegen. Ja, Leidenschaft ist noch nicht zu Ende. Dankeschön. Ich danke auch euch, meinen lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist Aino Laberenz, die Bauherrin und Chefin vom Operndorf in Afrika. Bis zum nächsten Mal.